Heiko hat viele, viele Jahre, naja, Therapie gemacht und Millionen in seinen Psychiater investiert. Und dann kam dann irgendwann die Band und hat ein Lied drüber geschrieben. Und seitdem ist das Problem weg. Und wir haben einen geilen Song über Autophobie, meine Damen und Herren. Zum allerersten Mal fand am 19. und 20. August an der Leipziger Galopprennbahn Scheibenholz das Liedermacher-Festival statt. Insgesamt 6 Bands traten auf und zeigten, dass das Genre auch auf größerer Bühne funktioniert. Also wenn man die Leute irgendwie in den Bann kriegt oder so, dann ist ja eigentlich egal, ob das jetzt ganz kuschelige Musik ist oder total Heavy Metal. So, also ich denke, man kann das auch auf Festivals loslassen, was wir da so machen. Weil wir kennen überhaupt kein Englisch, wir kommen ja aus dem Osten, können also nur Russisch. Und also wir haben natürlich versucht, dann so Volkshochschule und sowas zu machen alles, aber das hat bei uns überhaupt keinen Zweck. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir können nur Deutsch, machen wir Deutsch. Es ist auch ein bisschen Notwehr, weil wir können zum Beispiel nicht covern. Also es ist wirklich so, wir sind gerade so, dass wir unsere eigenen Lieder spielen können und sind da ganz froh, dass das uns gelingt. Und wenn wir jetzt covern würden, würden wir die schlechteste Coverband der Welt sein. Deswegen singen wir weder Englisch noch Cover und singen unseren eigenen Kram, weil da kann uns keiner sagen, ihr habt es falsch gespielt, weil das haben wir ja erfunden, das Zeug. Wir hatten beide eine ganz schreckliche Kindheit und versuchen daher sehr lustige Lieder zu schreiben, damit auch die Proben wirklich schön sind. Also, ja. Also Humor? Humor? Nee. Das ist dieses, wenn andere lachen. Nee, also wir schreiben nicht auf Krampf lustige Lieder, weil das ist Quatsch. Wir schreiben Lieder, auf die wir Bock haben. Es geht ums Verlassenwerden, ums Kinderkriegen, um alles Mögliche. Aber natürlich gucken wir da auch mit einer gewissen Ironie und mit Spaß drauf. Also insofern, Humor ist völlig okay. Traut euch zu Humor. Die traurigen Lieder, also wir spielen uns dann immer gegenseitig die Lieder vor, so bevor die dann praktisch in die Band aufgenommen werden. Und die ganz traurigen von ihm, die, wo dann doch seine Kindheit verarbeitet wird, die lehne ich alle ab. Also. Die sind auf meinen Soloalben drauf. Ja, der Humor darf beim Liedermachen nicht zu kurz kommen. Und weil Selbstironie beflügelt, darf es unter Bandkollegen gerne auch mal romantisch werden. Ja, Leipzig ist großartiges Publikum. Ohne dass wir rumschleimen wollen, aber Lukas Oecker hat schon überlegt, ob er hier vielleicht hinziehen sollte irgendwann mal. Da Leipzig eigentlich eine der besten Alternativen zu Hamburg ist, in unserem Sinne eventuell. Das ist so schön gesagt. Das hat schon angebahnt, hat sich das so. Diese Liebe scheint sich auch auf das Publikum zu übertragen, das bei Sonnenschein und warmen Temperaturen den manchmal kritischen, meistens aber witzigen Texten lauscht. Bisher war Leipzig nicht gerade bekannt für ein Festival dieser Art. Das hat sich wohl auch Veranstalter Dominik Präler gedacht. Wir wollten jetzt in diesem Jahr auch mal wieder in Leipzig einen anderen Akzent setzen und haben halt auch relativ viele Kontakte zu Liedermachern, haben wir gedacht, okay, wir haben dieses schöne Gelände hier hinter uns und da können wir das mal probieren, zumal das Scheibenholz hier als Gelände jetzt auch die letzten Jahre nicht zur Verfügung stand als Veranstaltungsstelle, aber jetzt nach der Sanierung der Tribüne und nachdem die ganze Logistik hier frisch gemacht worden ist, kann man jetzt hier endlich loslegen, schöne Veranstaltungen, weil es ist ja ein tolles Gelände hier. Also überhaupt die ganzen Veranstaltungsaktivitäten hier auf der Rennbahn im Scheibenholz sollen ja aktiviert werden und vergrößert werden und ausgebaut werden. Und das soll auch alles mal zusammengeführt werden in so eine Art Kultursommer, wo man dann halt einfach mal für mehrere Wochen verschiedene Veranstaltungen hat. War jetzt auch in diesem Jahr auch ein bisschen ein Testballon, um überhaupt mal wieder ein Gefühl zu bekommen für das Veranstaltungsgelände. Aber ich denke, die Interessierten, was für sich, würde es bestimmt freuen, dass hier wieder auf der Rennbahn, hier auch vor allem mitten in der Stadt, wieder mehr los ist. Und bis zur nächsten Veranstaltung an der Galopprennbahn Scheibenholz darf es gerne noch einmal ironisch werden. Ich ein glückliches Paar, ganz ehrlich und wahr, was anderes nicht, das waren die Puppe und ich, die Gummipuppe, die Puppe, die Puppe.